Das ist wohl eines der brutalsten Troll-Level aller Zeiten. Siehst du diesen Sprung hier? Tatsächlich benötigt man einen perfekten Sprung, um dieses Level zu absolvieren. Das und vieles mehr erwartet dich in diesem Troll-Level und es ist so brutal, dass ich weit über eine Stunde hierfür gebraucht habe, um das Level zu knacken. Oh Freunde, ich bin absolut aufgeregt, denn das ist ein richtig krasses Troll-Level. Zumindest habe ich dieses Troll-Level gefunden. In der Beschreibung steht schon Long Troll-Level und der Rekord hierfür liegt bei über 3 Minuten. Und das ist das Dreifache von den Troll-Leveln, die wir bisher immer gespielt haben. Also gucken wir uns mal gemeinsam an, was das hier wird. Mario & Luigi's Adventure 3. Freunde, ich bin super gespannt. Ein japanisches Troll-Level. Ich hoffe... Oh Mann, schon wieder eine schlechte Qualität beim Gucken meiner Streams oder Videos. Wird mir stinken, wenn ich du wär. Wie wär's, wenn du endlich deinen langsamen Browser wegwirfst und zum coolsten Browser auf dem Markt wechselst? Und zwar Opera GX. Denn Opera GX hat wirklich mit Abstand die coolsten Funktionen im Browser, die ich jemals gesehen habe. Warum fragst du dich? Komm, ich zeig's dir. Wisst ihr, ich werde ziemlich häufig gefragt, ob ich Anime schaue. Tatsächlich nein. Aber aktuell rewatche ich Dragon Ball Z. Und im Browser selber hast du die Möglichkeit, über den GX Store diverse Mods zu downloaden. Tatsächlich ja, die Dinge heißen Mods. Womit ihr eine riesige Auswahl an verschiedenen Designs besitzt. Ich habe mich für das Dragon Ball Design entschieden und man kann nicht nur das Hintergrundbild ändern, sondern auch Hintergrundmusik im Browser, die dezent im Hintergrund läuft. Und jetzt genießen wir gemeinsam die Melodie. Außerdem wird das Tippen im Browser super episch, wie auch das Öffnen von neuen Tabs. Du kannst es aber auch abschalten, wenn du magst. Das ist möglich. An der Seitenbar findet man wohl alles, was man zum Leben braucht. Alle Seiten, wie zum Beispiel Twitch, wodurch du noch schneller meine Hot Tub Streams findest. Nicht du auch noch. Bitte. Nein, 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 nein. Instagram, um so noch schneller deinen Crush anschreiben zu können. Und ChatGPT findest du ebenfalls. Beispielsweise, um ChatGPT zu fragen, wie David am besten dein Troll-Level spielt. Und während ihr das alles tut, könnt ihr sogar meine Videos per Video-Popout anschauen. Deshalb frage ich dich, warum wartest du eigentlich noch? Check den obersten Link in der Beschreibung ab und werd endlich cool. Ich hoffe, dass wir dort nicht allzu große Panik bekommen. Ja, Panik. Ha, ja, egal. Wir starten hier rein. Rein geht's in dieses wunderbare Troll-Level hier. Und wir gucken uns gemeinsam an, was hier alles passiert. Okay, vor allem Troll-Level, die Kunst der Troll-Level ist immer, dass es jedes Mal wie so eine Art Puzzle ist. Und ich liebe Puzzle-Troll-Level. Ich liebe alles daran. Okay, so. Wenn wir jetzt hier runterjumpen, passiert erstmal nichts. Und wir sind auch erstmal lebend durchgekommen. Wir haben das hier, aber... Okay, wir müssen jetzt überlegen. Wir haben die Möglichkeit, einmal gegen den On-Off-Switch zu knallen oder gegen den Fragezeichen-Block. Ich persönlich würde sagen, wir nehmen Fragezeichen-Block, weil das ist auffälliger und es war tatsächlich richtig. Aber komm. Oh, ich kann nicht mehr zurück. Ich wollte eigentlich jetzt gerade noch gerne den anderen Troll... Ich wollte gerade sagen, ey, ich will noch den anderen Troll ganz kurz ausprobieren, okay? Alter, es ist nicht mal ein Softlock, weil die Geister uns hops nehmen. Richtig gut gemacht, der Anfang. Gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Ja, Freunde, mal gucken, wie oft wir hier eingesperrt werden. Okay, wir springen also. Warum war das falsch? Warum war das denn jetzt falsch? Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Warte mal. Oh, wait a minute. Oh, wait a minute. Ich... Hä? Was passiert denn? Warum funktioniert das nicht, was ich vorhabe? Ich bin jetzt schon mit dem Anfang komplett überfordert. Wir waren vorhin vielleicht muss ich mich geduckt. Vielleicht muss ich geduckt hoch. Ich probiere mal geduckt hoch zu gehen. That's the way to go. Guck mal, es passiert auch nichts, wenn ich dort... Oder vielleicht... Nee, wir müssen das Item einsammeln. Item bitte zurück. Dankeschön. Guck mal, wir springen jetzt und einmal geduckt, aber... Ja, wir haben es überlebt. Wir haben es tatsächlich überlebt. Das musste man tun. Okay. Alter, vorne ist da rechts ein Smiley? Das ist ein Smiley oder sowas in der Art. Aber ein sehr gruseliger Smiley, muss man einfach mal so sagen. By the way, benötigen wir 7 Red Coins. Das ist jede Menge, wollte ich nur mal so sagen. Oh, noch nein. Boah, ich glaube, das ist so ein Troll-Level, wo man nach jedem Red Coin erstmal so ein Save Point hat. Oh nee, guck mal, beide Save Points wurden jetzt schon missbraucht, mehr oder weniger. Das ist gar kein gutes Zeichen. Das wird ein insane, brutales Troll-Level. Okay, wir sind unnötig gestorben, aber mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt respawnen. Wir sind respawned und es ist tatsächlich nichts passiert. Wir können aber hier in die Türen rein, ohne dass wir in die Lava reinfallen. Vielleicht müssen wir auch genau das tun. Wozu brauchen wir den Pilz? Also den Pilz könnte man mitnehmen. Hallo? Ja, wir haben den Pilz auch gut mitgenommen. Wir dürfen auch prinzipiell dort reinfallen. Da passiert halt nichts. Wie kommen wir jetzt nur... Wie kommen wir hier runter? Mit Schwung und so. Aber ich komme hier irgendwie... Ja, ich hab's geschafft. Okay.
Wir haben genug Schwung besorgt, aber jetzt bin ich stuck. Ich bin doch nicht stuck. Bro, das ist so genial. Oder warum ist das eigentlich so genial? Nee, ich glaub dem Hasen nicht. Wir gehen. Ich kann hier nicht mehr raus. Oh nein. War das richtig, was ich getan habe? Was habe ich getan? War das richtig, was ich getan habe? Oh mein Gott, es war so falsch, was ich getan habe. Warum habe ich das getan? Aber jetzt komme ich hier nicht mehr lebend durch, oder? Nee, wir hätten nach oben gemusst. Oh, Bro, das war so stupid. Aber wir haben es, glaube ich, schon mal gecheckt, dass wir jetzt nach rechts müssen. Einmal in die Tür rollen. Wir müssen definitiv diesen Pilz verlieren. Aber auf ganz süßer Basis. Genau so. Und dann kommt eine Wolke. In meiner Wolke, Freunde. Denn mit dieser Wolke... Warum kann ich jetzt nicht nach rechts? Warum kann ich denn nicht nach rechts? Hallo? Wieso ging das denn vorhin und jetzt nicht? Oh, Freunde, ich bin so überfordert. Oh, es hat... Nein, 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 nein. Egal, egal, egal. Wir gehen instant nach rechts und wir dürfen nicht springen. Oh, no. Wie kriege ich denn jetzt die Red Coin? Wie kriege ich denn jetzt die Red Coin? Ich komme nicht an die Red Coin ran. Ey. Oh, doch, 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 doch. Okay, man muss da einfach rüberlaufen. Auf Sneaky Meeky musste man rüberlaufen und wir haben die erste Red Coin eingesammelt. Let's go. Fehlen nur noch, ja, 5 weitere, denn eine wartet dort auf uns. Warum wurden wir jetzt getrollt? Why? Was hat der Troll uns gebracht? Ich meine, ich konnte ja nicht mal was dagegen tun. Na, egal. Okay, ach so, ah, ich verstehe. Wir müssen durch jeden Raum einmal durchsliden. Und in jedem... Das ist doch Ich wollte gerade... oh nein, dieser dreckige Lachsmiley. Was bedeutet dieser dreckige Lachsmiley? Nein, 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 nein. Alter, ich habe doch keine Ahnung, was hier passiert. Ich glaube, ich habe schon einen Fehler gemacht, oder? Aber was ist in unserem... Boah, hier passiert so viel, ich realisiere das gar nicht. Also man kann ja sagen, was man will, aber dieses Level ist definitiv aktuell Kunst. Und diese Kunst müssen wir appreciaten. Was, wenn ich hier nach oben springe? Nix. Okay, aber so haben wir zumindest schon mal die Red Coin eingesammelt. Okay, das bedeutet, wir müssen hier unten entlang gehen. Ja, und wir können auch nicht zurückgehen, wie es scheint. Okay. Aber wozu haben wir das? Wozu haben wir den Knochen trocken? Der Knochen trocken verreckt ja instant. Und guck mal. Hä? Alter, vielleicht müssen wir von der anderen Seite rüber? Guck mal, was ich von der anderen Seite meinte. Nein, nein! Oh Mann, das geht doch! Und zwar, oh nein, das geht ja gar nicht. Ich kann ja von da gar nicht hin. Aber guck mal, wenn ich jetzt dagegen slide, passiert jedes Mal das. Aber warum? Ich verstehe dieses Level nicht. Es passiert nichts. Rein gar nichts. Bro, ich check nicht, was hier zu tun ist. Was ist das bitte? Guck mal, ich spring da nach oben hin, aber es passiert rein gar nichts. Why? Nur wenige Minuten später. Guck mal da oben. Okay, wir haben jetzt was gefunden und damit können wir auf Bowser sliden und ihn so eliminieren. Ich wusste tatsächlich nicht, dass man so auf Bowser springen kann. Vor allem, der muss ja so langsam aber sicher den Schuh machen, oder? Wie viele Leben hält er so wohl aus? Boing, 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 boing. Hä, wir machen ihm noch Damage. Aber wie oft muss man bitte auf Bowser springen, damit er endlich hops genommen wird? So oft also, okay. Ja, aber was jetzt? Ey, ich will echt nicht verrecken, weil das würde jedes Mal ziemlich lange dauern. Warte mal, ich kann ja so durch Lava swimmen. Das funktioniert. Wir müssen nur dieses Ding hier runterholen. Auch süß oder eben nicht. Okay, dann verlieren wir eben einmal unsere Geheimpower. Warum ist da ein Powerblock? Warum war da ein Powerblock? Warum ist da ein Powerblock? Oh nein, ich weiß nicht, warum da ein Powerblock gewesen ist. Und ich will jetzt... Alter, waren da Trampoline? Sind wir Softlock? Oh nein, wie scheint sind wir Softlock, weil der Geist genau über uns gespawnt ist. Wir hätten hier nicht springen dürfen, wir hätten einfach gehen müssen. Oh nein, der Geist, bitte. Das kann nicht sein, dass wir jetzt Softlock sind. Bitte, Geisti. Ja, okay, wir haben den Geist. Guck wieder in die andere Richtung. Okay, geil. So, der Geist hat uns endlich... Boah, weil ich will dieses Level auf gar keinen Preis neu starten. Auf gar keinen Preis, Freunde. Oh mein Gott, was? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe einfach random eine Stampfattacke gemacht. Oh nein, du darfst keine Stampfattacke machen. Oh nein, als ob auch an diesen Fall gedacht wurde, wenn man eine Stampfattacke macht. Oh nein, oh nein. Oh, das kann nicht sein. Also Freunde, wir haben es gerade 23 Uhr am Abend. Ich war gerade schön im Gym und ich denke mir so, boah, geil, jetzt entspannt Troll-Level aufnehmen. Das war wohl ein Fehler. Freunde, das war definitiv ein Fehler. Aber lasst für diesen Fehler ein Abonnement und Like da, und Daumen nach oben da, ja? Oh, ich habe eine Idee. Oh nein, ich habe... Oh nein, ich habe doch keine Idee. Oh nein. Oh nein, das ist ja auch ein Troll. Halt ein Maul.
Okay, so, bam, wir haben es diesmal geschafft und wir verlieren direkt hier unser Item und es ist voll in Ordnung, dass wir hier unser Item verlieren. Okay. Ich will jetzt eigentlich nur in die Röhre rein. Ich habe aber das Gefühl, ich komme nicht mal in die Röhre rein. Warum komme ich nicht in die Röhre rein? Oh no, brauchen wir ein Item oder so? Oh Mann, nein, bitte hör auf, bitte halt dein Maul, das ist so ein Dreckslevel. Und warum nur, weil ich nicht gecheckt habe, wie man in diese Kackröhre reinkommt. Ja, und was bringt mir das, dass ich jetzt hier hingesprungen bin? Was hat mir das gebracht? Wie komme ich denn in die Röhre rein? Ich komme ja nicht mal in die Röhre rein oder so. Oh, ich will nicht verrecken, ich habe gar keinen Bock darauf. Okay, Freunde, ich glaube, the way to go ist tatsächlich Donut Block und einfach durch die Röhre. Ja! Und bitte einmal sofort den Save Point. Dankeschön. Wir haben jetzt 2 rote Münzen eingesammelt. Und Freunde, dürfen wir einmal anmerken, dass das erst 2 von 6 Räumen gewesen sind. Und im zweiten Raum haben wir jetzt gerade schon halb verzweifelt. Oh Gott, hab ich gar keinen Bock, in den dritten Raum zu gehen. Aber egal, vielleicht wird der dritte Raum ja entspannter, Kappa. In Anführungszeichen oder so. Passiert hier auch irgendwas? Also, muss hier nicht irgendwo Feuer kommen? Vielleicht können wir noch gar nicht hier rein. Ey, ich glaube, wir brauchen eine Feuerblume. Okay. Hä? Nein. Oh nein. Wie wurde ich jetzt gerade getrollt? Also, ich glaube, für diesen Raum brauchen wir höchstwahrscheinlich eine Feuerblume? Ich weiß es nicht. Eventuell. Okay. Bedeutet, wir gehen jetzt in die erste Röhre und zwar in die gelbe. Denn wir sind gelbsüchtig, Freunde. Hallihallo. Okay, warum ist dort oben eine Feuerblume? Das ist eigentlich ein gutes Omen, oder? Aber ich komme jetzt eh nicht mehr. Nee, guck mal, du kommst mit der Feuerblume gar nicht so weit durch. Und jetzt habe ich eh verschissen, oder? Habe ich verkackt? Ja, ich habe safe verkackt, aber why? Also, was hätte ich tun müssen? Kommt man hier überhaupt so rüber? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich hole mal am besten 2 Geister, die mich irgendwie hops nehmen. Hallo, lieber Geist, danke fürs Hops nehmen. Also, wir haben dort oben eine rote Röhre, wo man eventuell reinsteppen kann. Also, eventuell, ich weiß es nicht. Du kommst da aber auch nicht mehr nach oben hin. Also, irgendwie scheint da was faul zu sein. Wie kommt man jetzt hier rüber? Also, du... Oh! Kann es sein, dass wir direkt in die Clownskutsche fallen müssen? Ist das unsere Mission, in die Clownskutsche zu fallen? Aber was dann? Vielleicht einfach hier so vorbei? Weil du kommst ja nicht in die Clownskutsche rein. Nee, doch nicht. Ich dachte für einen kurzen Moment, jetzt habe ich es gecheckt, aber nee. Du kannst ja nicht auf den Wänden landen, meine ich. Du kannst nicht darauf landen. Ey, ich verstehe die Röhre nicht. Aber was, wenn wir jetzt wirklich den Pfeilen vertrauen? Es gibt ja 3 Pfeile, die auf diesem Mini-Raum dort unten zeigen. Wir vertrauen dem Level einfach mal. Ne, einfach mal ein bisschen vertrauen, was das ganze Tag misstrauen. Alter, Mario Maker ist so ein insanes Spiel. Kann man nicht anders sagen. Kann man wirklich nicht so hoch? Müssen wir das Ding jetzt wegwerfen? Okay. Es ist so ein insanes Spiel. Man lernt nie aus und es ist so schön. Ich glaube, das war der Fehler, ja. Es war irgendwie klar, dass das dann Fehler sein wird. Wir hätten einfach runterspringen müssen, mehr nicht. Aber wir haben wieder super viel über dieses Spiel gelernt und das sind wieder so Mechaniken, wo ich mir denke, Alter, wie kommen Levelersteller darauf, sowas zu machen? So, wie kommt man darauf? Also erstmal, wie findet man das heraus? So, ich verstehe alles nicht mehr, aber ich liebe es. Und genau deswegen spiele ich so gerne solche... Nein! Troll-Level, das war so stupid von mir. Das war so stupid. Okay, dann probieren wir jetzt aber einfach mal einen Progress hier rauszuhascheln. Und zwar exakt so. Wir laufen jetzt rein. Hallo? Hallo? Das kann nicht sein. Echt jetzt? Aber wir kommen zum Glück nochmal hier nach oben. Und jetzt springen. Genau. Einmal springen, springen, springen. Okay, ich muss einmal nochmal nach hier oben. Okay, wir haben es diesmal geschafft. Warum gibt es da eine Röhre? Kann man da rein? Kann man in die Röhre rein? Tatsächlich nicht, nein. Okay. Oh Mann, was passiert hier? Ich traue dem Pfeil. Das Level hat mir bisher gezeigt, traue dem Pfeil. Ja? War das richtig? Ich weiß nicht, ob das richtig war. Brauche ich den Pilz? Ich komme nicht an den Pilz ran. Was, wenn man in die Tür reinslidet? Du kommst nicht in die Tür. Okay, du brauchst einen Pilz. Warum brauchst du denn einen Pilz? Also, was bringt mir denn prinzipiell ein Pilz? Kann ich jetzt irgendwie irgendwas hier machen?
irgendwie so. Ah, guck mal, so können wir in die Tür hineinsliden. Und wir haben es geschafft. Wir haben jetzt 3 Red Coins. Fehlen nur noch 3 freaking Räume. Dann haben wir es tatsächlich. Alles gut. Das Ding kann mich ruhig hops nehmen. Absolut kein Act. Okay, damit können wir jetzt die rote Röhre betreten und mal gucken, was die rote Röhre so. Oh nein, direkt. Richtig guter Fischtroll. Es sind immer wieder die Fische. Weißt du, du siehst einen Fisch, denkst dir so, aha, kein Problem. Weiche ich rechts aus? Nee, da landet der exakt. Einfach dem Level vertrauen. So funktionieren Trolls, nicht wahr? Das habe ich falsch gemacht. Warum habe ich das? Oh, warte. Ich komme nicht mehr raus. Freunde, ich komme nicht mehr raus. Oh nein, bitte. Hallo. Ich möchte nicht in einen Softlock rein und du kommst hier nicht mehr raus. Oh, bitte, lieber Buh. Ich komme im Retalk nicht mehr raus. Ich kann nichts machen. Ey, bitte, Buhu. Da muss ich irgendwie ganz schnell mich drehen. Alter, der Buhu hat gerade so Probleme. Er macht Breakdance, Freunde. Ich sag's, wie es ist. 20.000 Jahre später. Da hat er uns erwischt. Geil. Ganz simpel. Donut Block und dann jumpen wir hier rein. Na? Genau. Das hat gut funktioniert. Und das war auch tatsächlich der richtige Weg. Aber was nun? Ich habe irgendwie Angst, wenn ich hier runterspringe, dass wieder irgendwas Böses passiert. Genau sowas meinte ich. Ein Glück bin ich instant gesprungen. Das kann doch nicht sein. Never ever muss man hier Frame Perfect Sprung machen. Halt dein Maul. Never. Kann nicht sein, oder? Bro, muss man da wirklich einen Frame Perfect Jump machen? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir kommen auch nicht... Ich wollte gerade sagen, wir kommen nicht in die Clownskutsche rein, aber das sieht richtig gut aus. Da wird irgendwo eine Art P-Switch aktiviert, sodass wir halt auf den Blöcken landen können. Spring einmal hier rüber, damit wir nicht zerquetscht werden. Einmal gegen die Wand und rüber. Aber was jetzt? Was jetzt? Was? Aha. Eine Feuerblume. Geil. Das war so klar, dass wir jetzt verrecken werden. Und wir müssen tatsächlich auch unseren großen Pilz verlieren. Geil. Ich hab Schiss. Oh, ich hab richtig Schiss. Bitte, bitte kein Troll. Warum? Alter, ich dachte wirklich, wir werden eingesperrt. Aber ich hätte auch nicht gewusst, wie man das hätte verhindern können. Butter bei den Fische? Keine Ahnung, was ich hätte ansonsten machen sollen. Aber sehr kreativ, dass wir dort eingesperrt werden. Okay, wir haben nur noch 2 Räume über. Wir haben 4/6 geschafft, 2/3. Junge, 4/6 klingt sehr real. Ich sag's, wie es ist. Weiter geht's in die blaue Röhre. Diesen Raum haben wir bisher noch nicht gesehen. Was geht in diesem Raum ab? Außer Tomaten. So, ich springe einfach mal dagegen und es war falsch. Es war falsch. Warum war es falsch? Das sieht aber einigermaßen richtig aus. Okay. Ich habe schon irgendwas falsch gemacht. Die Frage ist, was haben wir falsch gemacht? Vielleicht sollte ich als erstes den Koopa holen. Also Freunde, wir besorgen erstmal den Koopa. Jumpen wieder drauf. Jumpen jetzt noch einmal da rein. Genau, mein Gott. Und du gehst am besten da rein, nicht wahr? Okay. Es hat uns aber original erstmal den Weg hier frei gemacht, sodass wir hier weiter können. Soll ich gegen den Mancha springen? Ja, nein, vielleicht. Ich sage ja. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber es fühlt sich falsch an. Oh nein, ich hätte nach oben laufen müssen. Da war doch sogar ein Hinweis. Egal, wir haben hier einen stabilen Mancha, der uns umbringt. Geil. Umbringt. Okay, wir klettern nach oben, statt zu springen. That's the way to go. Was hat mir das gebracht? Oh nein, ich komme nie wieder raus, oder? Ich komme nie wieder raus. Ich komme nie wieder raus. Okay, wir wurden hardcore getrollt. Man darf da nicht reinlaufen. Ja, aber was dann? Ah, Freunde, ich check's nicht so ganz. Irgendwie... Oh! Okay, so kommt man an die Feuerblume ran, sodass wir jetzt hier runter können. Ja, Alter, ich verstehe. Oh nein, ich hoffe, dass wir die Feuerblume nicht gebraucht haben. Haben wir die Feuerblume jetzt für irgendwas gebraucht? Oh nein. So, Bombe, geh einmal dahin. Oh, wir hätten groß sein müssen. Hätten wir noch ein Item gebraucht? Bro. Hätte man die Feuerblume behalten können? Boah, ich weiß es nicht, Alter. Also, wir haben definitiv gerade in irgendeiner Form verkackt. Ich weiß aber nicht, in welcher Form wir verkackt haben. Dünnschiss, hart, ach egal. Okay, vielleicht müssen wir jetzt irgendwie die Feuerblume behalten oder so. Oh nein! Aber das Ding ist, du kommst halt nicht mit Schwung irgendwie umher. Und das ist das Problem, was wir irgendwie jetzt gerade sehen. Aber ich glaube, wir müssen definitiv groß bleiben, um zumindest da irgendwie rüberzukommen. Ja, aber was dann? Boah, müssen wir eventuell... Alter, ich hab ne Idee. Ich glaube, wir müssen die Shell mitnehmen. Digga, das ist ein krankes Level. Was ist das bitte für ein krankes Level? Also, folgende Situation.
Lösung, wie ich es mir vorgestellt habe. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber jetzt beginnen die Mind Games, Freunde. Nicht die Hunger Games, sondern die Mind Games. Wir brauchen dieses Ding definitiv. Ah, und natürlich kann man mit dem Ding nicht so gut springen. Ich liebe es. Okay, wir haben's. Wir werfen das Ding jetzt da rein, dass es wirklich da rumschimmelt, weil wenn wir den On-Off-Switch betätigen, knallt das Ding da runter und eliminiert die Piranha-Pflanze. So, wir sind jetzt hier durch. Piranha-Pflanze ist down. Au, Hilfe. Wir müssen schnell die Feuerblume abholen, bevor der Mancha von unten kommt. Und jetzt müssen wir schnell... Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. So viel zum Thema schnell durch. Wir müssen auf jeden Fall groß sein, weil wir da ansonsten sonst nicht vorbeikommen. Och, Manu, ist das ärgerlich. Ja, aber guck mal, versuch mal hier vernünftig mit... Egal. Wir wissen schon mal grob, wie es funktioniert. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Freunde, ich hab's geschafft. Jetzt muss die Bombe nur noch an der Stelle dort richtig gut explodieren und bam. Okay, und jetzt können wir tatsächlich auch als große Toadette hier langsliden, aber auf süß. Und ich hoffe jetzt einfach, dass dieses Level bitte bald endet, beziehungsweise diese Szene hier, weil ich absolut gar keinen Bock mehr habe. Gab's hier gar keine Red Coin? Oh nein, wo ist die Red Coin in diesem Raum? Wo ist die Red Coin in diesem... Da ist die Red Coin! Okay, David, ganz vorsichtig. Das ist eigentlich kein Problem, sollte man meinen, nicht wahr? Bitte stirb nicht. Bitte. Danke. Wir leben noch und ich weiß nicht warum. Ich spring daran und wir gehen durch die Tür und wir haben es geschafft, oder? Dankeschön. Das war voll ekelhaft, diese Stelle 2. Okay, wir brauchen nur noch 2 Red Coins. Aber wo kriegen wir bitte einen Pilz her? Warte mal, es gibt nur eine Tür, die wir bisher noch nicht benutzt haben. Und zwar die da. Hier be... Und da ist der Pilz. Wir müssen mit dem Pilz rauskommen. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ja, ja, das war der Troll, dass man hier ganz schnell raus muss. Okay, 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 okay. Aber was jetzt? Was ist jetzt unsere Mission? Wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Oh nein, sag bloß, wir müssen jetzt durch die obere Röhre. Das kann nicht sein, oder? Oh nein, muss ich jetzt diesen verdammten, diesen Gott nicht. Ich kann diesen Raum... Oh, der Raum hat sich verändert. Alle sagen das. Guck mal, was jetzt anders ist, Freunde. Oh shit, ich check es, glaube ich. Okay, also der Unterschied ist jetzt, wir müssen jetzt jedes Mal erstmal durch die Tür. Wir bekommen den wunderbaren Pilz und nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ah, da war ich zu langsam, da war ich einen Ticken zu langsam leider. Aber das müssen wir jetzt jedes Mal machen und dann müssen wir durch die obere Röhre durchgehen. Geil. Alter, okay, ich glaube, wir müssen am Rand stehen. Das ist quasi das Geheimnis. Okay, und jetzt passen wir auf. Wir verlieren wieder sofort unser Item und wir können nichts dagegen tun und das ist voll in Ordnung. Weil jetzt müssen wir den hier machen. Hallo? Okay, 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 okay. Und jetzt kommt da was raus, genau. Und jetzt kommt da noch was raus, was uns den unteren Weg auch noch einmal frei macht. Thank you so much, my boy. Jetzt kommt das Ding, aber wir können weiterlaufen. Oh! Warum bin ich gestorben? Warum kann mir das Level nicht einfach das Ende gönnen? Okay, vorsichtig, David. Das ist, Level ist immer noch nicht vorbei. Wir haben immer noch viele gefährliche Stellen, leider, die wirklich gefährlich sind, was mich ziemlich ankotzt, Alter. Okay, wir können jetzt direkt hinterher. Wir jumpen hier durch. Okay, und wir sind safe, mehr oder weniger. Okay, einmal den Helm aufsetzen. Der Helm... Nein! Warum war das denn? Ach, den Helm hätte ich reinwerfen müssen. Gut zu wissen. Aber liebe Geister, bring mich einmal um. Jetzt weiß ich zumindest, David zieht den Helm nicht auf, sondern wirft den Helm einfach. Das müssen wir tun. Okay, nimm den Helm und wirf ihn einfach. Ganz simpel werfen, warten und da ist eine Feuerblume. Wir nehmen die Feuerblume, aber aufs... Oh nein! Oh nein! Oh nein, habe ich einen Fehler gemacht? Weil ich komme jetzt hier nicht mehr durch. Ich hätte die Feuerblume nicht einsammeln dürfen. Oh nein, halt dein Maul. Ja, aber wie sterbe ich denn jetzt? Es muss ja einen Weg geben zu sterben, oder? Bitte? Bitte gibt's einen Weg zum Sterben? Bitte, liebes Spiel. Bitte, liebes Spiel. Okay, man kann ganz easy hier durch und dann kann man einfach so verrecken. Okay, also, ne, wir müssen uns merken, David, sammel die Feuerblume bitte nicht ein. Okay, Freunde, keine Feuerblume. Keine Feuerblume. Oh, Bro, wir hätten vorhin noch auch zurückgehen können. Das war dämlich von mir. Das war keine gute Aktion und ich glaube, jetzt haben wir das Level geschafft, oder? Einmal die Mittelflagge und das ist die letzte Red Coin. Bitte
lass das Level zu Ende sein. Gruselige Atmosphäre. Was steht da? Was steht da? Dev? Ich weiß, oh nein. Ich will nicht, weil ich habe jetzt den Schlüssel eingesammelt. Okay, Freunde, wir müssen nachdenken. Wir jumpen einfach. Nein! Ey, muss ich das gesamte Level jetzt normal spielen? Das wäre ein Witz. Das wäre so... Oh mein Gott, Alter, was ein geiles Level, Bro. Okay, Gott sei Dank ist dieses Level so heftig gemacht, weil Butter bei den Fische, ich glaube, ich hätte das Level abgebrochen. Hätte ich jeden Raum nochmal spielen müssen, ich hätte das Level... Wie hat der Sprung jetzt funktioniert, bitte? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, wir jumpen einmal durch. Okay, oben oder unten? Ich entscheide mich für diesen Weg. Nein, wir sind zu weit gerutscht. Oh, brr. Okay, wir haben es diesmal geschafft. Rein in die Röhre, aber auf ganz süßer Basis. Oh, Bro, was erwartet uns jetzt? Können wir hier irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Es kommen jetzt auf jeden Fall sehr viele Fische raus. Und wir probieren mal, den Schuh zu machen. So wie Kanye. Okay, ich sehe dort einen Powerblock. Und da ist das Ziel. Okay, auf der rechten Seite ist das Ziel. Da ist eine Tür. Ich vertraue der Tür aber nicht. Ich glaube tatsächlich, die Tür oder so ist Troll. Die muss ein Troll sein. Bedeutet, wir müssen dagegen jumpen und dann noch einmal nach unten und uns in der Ranke festhalten. Nein, ich bin durch die Tür gegangen. Und ich glaube, das war falsch, oder? Oh, es geht da nicht durch. Oh nein. Oh, Bro. Bro, das bedeutet ja, ich muss jetzt, Digga, wie verrecke ich denn hier? Ja, ich muss jetzt irgendwie verrecken. Oh nein, ich muss irgendwie verrecken und darf währenddessen keinen freaking Pilz einsammeln. Digga, was ist das für ein gemeiner Raum? Was ist das bitte für ein gemeiner Raum? Okay, Freunde, einfach jumpen. Genau, und jetzt können wir so nach rechts. Bitte ist hier nichts mehr dazwischen. Wie komme ich hier hoch? Wahrscheinlich mit Anschwung, oder? Okay, so, wir haben jetzt verschiedene Wege und wir gucken uns den Bumm hier mal genauestens an. Ich habe das Gefühl, der Mannschaft dort oben, der wird, glaube ich, nicht umsonst hier rausjumpen, oder? Der hat doch irgendeinen Zweck. Guck mal, die Pflanze sieht viel zu gewöhnlich aus. Wir springen direkt nach oben. Und das sah richtig gut aus. Ich glaube, das war der richtige Weg. Jetzt müssen wir das nur noch mit dem Mancha gut uptimen. Und dann haben wir das Level geschafft. Wir haben das Level geschafft, Freunde. Bam! Geil! Boah! Ey, Freunde der Sonne, ich saß jetzt über eine Stunde an diesem Hardcore-Troll-Level. Let's freaking go! Und was war dein Highlight in diesem Troll-Level? Schreib's gerne in die Kommentare hinein. An dieser Stelle zum Ende des Videos empfehle ich dir, by the way, dieses Troll-Level-Video von mir. Denn dort haben wir ein Troll-Level gespielt, wo das Ziel direkt am Anfang war. Es schien zumindest so, dass das Ziel direkt am Anfang ist. Doch was genau es damit auf sich hatte, siehst du in diesem Video. Klick's an, aber auf süß. Klick's jetzt sofort an.